Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur Vorstellung von dem kostenlosen Update 7. Und ihr seht hier schon die erste neue Funktion von dem Update 7. Nämlich gibt es eine neue Sandkasteneinstellung, dass die Besucher keine Angst mehr vor Dinosauriern haben und dass die Dinosaurier diese auch nicht mehr gefährden. Das heißt, damit kann man begehbare Gehege machen oder halt so Streichelzoos, wie man möchte. Und das funktioniert hier auch echt super. Also hier passiert nichts, obwohl die auf den Wegen laufen. Bei der Option hat man auch ein bisschen Variation noch. Genau, hier hat man das. Sauriergefahr für die Gäste. Ich habe es zum Beispiel eingestellt an nur Fleischfresser. Das heißt, Fleischfresser sind immer noch eine Gefahr für Besucher und Pflanzenfresser halt nicht mehr. Aber man kann das Ganze ja auch komplett wieder einstellen. Dann wären auch die Pflanzenfresser eine Bedrohung. Oder das Ganze komplett ausstellen. Dann wäre kein Dinosaurier mehr eine Bedrohung. Dann kann man natürlich auch noch ganz normal die Dinosaurierausbrüche einstellen. Und diese Option ist, glaube ich, auch neu. Intelligente Saurier. Die kann man jetzt auch aus- und einstellen. Es gibt nämlich auch dieses Merkmal bei den Genomen, intelligent. Und wenn man das eingestellt hat, können die das bekommen. Wenn das aus ist, dann nicht. Und wenn die intelligent sind, dann finden die viel schneller eine Sicherheitslücke in euren Parks und brechen aus und greifen die Besucher an. Die Parkbewertung oder die Sicherheitsbewertung wird dadurch natürlich auch nicht negativ beeinflusst. Weil wenn die Besucher keine Angst vor den Dinos haben, dann sinkt dadurch auch nicht die Sicherheitsbewertung. Der Droyo läuft hier einfach auch wie so ein Gast durch den Park. Stört die Leute gar nicht. Sieht schon echt ungewohnt aus. Und dann kommen wir auch schon zur nächsten Funktion. Denn es gibt jetzt bei dem Abreißen-Tool einen neuen Ausfallpunkt. Damit kann man Schaden auf Gebäude anwenden oder Schaden entfernen. Das kann man einfach mit einem Linksklick hier anwenden. Und dann sind die Gebäude zerstört optisch. Das ist auch nur kosmetischer Schaden. Also die Gebäude funktionieren noch, die Gäste gehen da auch noch rein. Hier oben ist auch keine Nachricht von wegen zerstörtes Gebäude, weil es halt nicht als zerstörtes Gebäude zählt. Aber es ist halt perfekt, um dann irgendwie so verlassene oder zerstörte Parks zu bauen. Ihr seht übrigens genau, wenn ihr das Tool auswählt und dieses Ding hier, welche Gebäude ihr zerstören könnt. Die sind so blau hinterlegt. Kann man dann alle mit einem Klick kaputt machen. Fällt jetzt wahrscheinlich bei dem einen oder anderen Gebäude gar nicht so schnell auf. Wobei, hier sieht man es direkt am Dach. Aber die sind jetzt alle zerstört. Das finde ich echt richtig gut. Reparieren kann man das Ganze auch hier rüber wieder, indem man das Ding hier auswählt. Und dann sieht man genau, was ist zerstört optisch. Können wir so wieder mit einem Klick reparieren. Was ein bisschen schade ist, man kann keine Zäune zerstören. Also das wäre noch cool gewesen, hätte man hier so die Zäune zerstören können. Das geht leider nicht, es geht nur bei Gebäuden. Und da wir mit dem Tool leider keine Zäune zerstören können, werde ich mal hier den Zaun entfernen. Dann werdet ihr gleich sehen, dass die Besucher trotzdem noch Bedrohung und Angst vor den Fleischfressern haben. Hier ist nämlich ein Indominus Rex drin. Und der müsste jetzt gleich... Ah, die Besucher rennen schon weg. Da seht ihr, glaube ich, schon ihren Unterschied. Ah, der müsste jetzt auch gleich irgendwann auf die Besucher losgehen. Aber vielleicht geht er auch auf die Dinos los. Darüber habe ich gar nicht nachgedacht. Oh, guck mal. Das ist auch interessant. Das wusste ich auch noch nicht. In der Flucht ist gerade ein Besucher unter die Räder gekommen, sage ich mal. Oder unter die Füße. Hier auch. Ah, krass. Die sind hier gegen den schlafenden Edmonto gelaufen und wurden dann ausgenockt. Das heißt, wenn die im Fluchtmodus sind, die Besucher, dann kriegen die auch Schaden von den Pflanzenfressern. Das ist ja auch gut zu wissen. Muss man berücksichtigen. Aber der Indominus hat hier gerade irgendwie nicht so Lust zu fressen. Na, da snackt er sich ein Besucher. Und geht direkt auf den nächsten los. Ja, ich glaube, ihr habt jetzt ganz gut gesehen, dass das funktioniert. Und jetzt können wir mal eben testen, wenn wir das Ganze jetzt umstellen wieder auf aus, dass die Dinosaurier keine Gefahr sind, müsste sich die Lage hier wieder beruhigen. Jetzt gerade ist die Aggression noch aktiv. Aber ich hoffe, das geht jetzt gleich weg. Ja, jetzt ist es weg.
Und jetzt sind die Besucher auch wieder entspannt. Aber der Dominus geht natürlich noch auf die Dinos los. Weil ich habe die Dinosaurierkämpfe auch eingeschaltet. Aber es stört die Besucher halt nicht. Aber jetzt rennen sie weg vom toten Dinosaurier. Oha. Okay. Da gibt es echt viel zu berücksichtigen. Also ich merke gerade echt viele Dinge, die halt anfallen. Also die Leiche hier löst dann trotzdem Angst aus. Muss dann weg. Aber es sind nicht die Dinos, die rumlaufen, die Angst auslösen. Es gibt jetzt auch ein neues platzierbares Gebäude auf allen Karten. Das findet ihr unter Attraktionen, ganz unten. Das Amphitheater. Das kennt man ja eigentlich nur aus San Diego. Kann man jetzt aber in all seinen Parks auch platzieren, ohne Probleme. Und das kann man halt perfekt auch für Gehege benutzen. Hat auch Zaunanschlüsse. Das heißt, da könnte man dann so ein kleines Theater bauen und dann dahinter noch irgendwie ein Gehege. Ist natürlich optisch perfekt geeignet für so einen Jurassic Park. Und das geht auch auf jeder Karte. Selbst im Schnee könnt ihr das machen. Dann ist es sogar so cool eingeschneit. Die nächste neue Funktion finden wir im Species Viewer. Denn wenn man jetzt hier zum Beispiel eine Spezies auswählt, kann man bestimmte Hautfarben als Favorit markieren. Nehmen wir jetzt mal die beiden Ankis und dann noch ein paar Hautfarben. Seht ihr da mit dem Herzchen, was Favorit ist. Und das geht auch bei den Mustern. Genau, die sind jetzt hervorgehoben. Bringt jetzt so erstmal nichts, aber wir springen jetzt mal in-game. Und hier könnt ihr dann in der Brutstation, wenn ihr den Anki auswählt, direkt die Favoritenfarben sehen an den Herzchen hier. Und da weiß man genau, welche Farben einem am besten gefallen haben. Geht natürlich auch bei den Mustern. Da sehen wir auch die beiden Favoriten. Und was ich nochmal richtig gut finde, ist, dass man jetzt hier das auswählen kann. Zufälliger Favorit pro Ei. Das heißt, nur die Favoritenfarben werden hier ausgewählt. Dadurch kann man dann halt auch diese Skins hier mit diesen hier kombinieren. Machen wir jetzt mal. Hier genauso. Und die lassen wir natürlich jetzt auch gemeinsam frei. Und die sollten jetzt alle unsere Favoritenfarben haben. So ein bisschen durcheinander gemischt. Ich spule mal vor. Oh, jetzt kommen sie alle gleich raus. Hoffentlich nicht. Tatsächlich. Oh, wie unlucky. Das müssen wir jetzt aber nochmal testen. Das kann ja wohl nicht sein. Nee, nee, nee. Da machen wir noch eine Fuhre. Und die nächste Fuhre lassen wir frei. Ah, guck mal. Das ist schon mal ein anderer Skin. Das wieder der. Und nochmal ein anderer Skin. Ja gut, aber ich glaube, das sollte funktioniert haben. Wir können das ja mal überprüfen. Champagne Valley ist das. Dann gucken wir mal, ob das unser Favorit ist. Champagne Valley. Also daran seht ihr, da kann man halt wirklich dann zufällige Ankis freilassen. Ist natürlich jetzt ein blödes Beispiel, dass hier so viele davon rausgekommen sind. Aber das ist halt der Zufall. Das kann man halt nicht ändern. Und man kann jetzt auch einzelne Dinosaurier als Favorit festlegen. Das könnt ihr hier unter dem Symbol. Dann könnt ihr hier auf Favorit klicken. Und dann werden einem interessante Interaktionen gezeigt. Und der wird auf der Karte hervorgehoben. Also wenn der jetzt irgendwas macht, würde mir das so angezeigt werden mit so einer Nachricht. Und ihr seht den Favoriten auch hier hervorgehoben. Und dann könnt ihr die immer gleich finden, eure Lieblingsdinosaurier in den Gehegen. Und die nächste Neuerung befindet sich hier unter Wasser. Das ist dieser tolle Viewing Dome. Den kann man frei in seinen Lagunen platzieren. Und von dort aus können dann die Besucher perfekt eure Unterwasserlebewesen beobachten. Das ist schon echt schön. Ich finde es auch besonders cool, dass der halt überall Glas hat. Oben am Boden ist auch ein bisschen Glas, das heißt, selbst da kann man durchgucken. Die Besucher stehen halt einfach auf Glasscheiben, das finde ich echt cool. Aber es ist halt ein richtig schöner Rundumblick und da kann man den Meeresbewohnern richtig nah sein.
Und das ist die Ansicht aus dem Dom. Da hat man auch wieder verschiedene Spots. Oh, man kann sogar ranzoomen. Okay, das ist cool. Das heißt, ich könnte sogar, wenn ich da hinten irgendwas sehe, so ein bisschen reinzoomen. Oh, wie perfekt. Ich glaube, man sieht schon ganz gut, wie schön dieser Dom ist. So, ich gehe mal auf den nächsten Spot. Wird wahrscheinlich einfach in eine andere Richtung sein. Ja, das ist schon cool, dass überall Glas ist. Man hat so eine gute Sicht. Und überall sieht man was. Das Lebewesen hier ist übrigens vom neuen DLC. Ja, ich glaube, vier Ansichten sind das. Sind alle vier Himmelsrichtungen. Ja, sieht so aus. Vier Ansichten. Und eine komische Frau. Was hat sie gesehen? Nix. Sie ist einfach verwirrt. Ich zeige euch jetzt aber, wo ihr den Dom findet. Nämlich logischerweise bei Attraktion. Und dann ganz unten. Hier ist der Beobachtungskuppel für Lagune. Und dann könnt ihr das auch frei platzieren. Macht ihr am besten, bevor ihr hier Deko platziert, weil ihr seht ja, die Deko blockt das so ein bisschen. Aber normalerweise kann man das recht gut und frei platzieren. Ich mach's jetzt mal hier hin. Und dann braucht ihr noch so ein Verbindungsgebäude. Darf natürlich hier nicht durch den Tunnel gehen von dem anderen. Aber ich könnte es zum Beispiel jetzt hier hin platzieren. Und dann können die Besucher den ganz normal benutzen. Man kann da auch das Eingangsgebäude wechseln. Da gibt es ja auch die verschiedenen, die kennt ihr ja schon. Die gab es ja schon vorher. Und dann muss man das halt unterirdisch verbinden. Genau, hier geht man dann rein. Und dann kommt man hier raus. Und kann hier unter Wasser gucken. Durch das Update haben übrigens alle Wasserbewohner neue Sozialisieren-Animationen bekommen. Auch die, die schon im Spiel waren, wie der Ichti zum Beispiel. Kann ich euch die Liste mal kurz zeigen. Wir haben ja vier neue durch das DLC. Mal den, den, den und den. Und alle anderen, die schon im Spiel waren, die haben auch neue Sozialisieren-Animationen bekommen. Aber ich mache nochmal ein extra Video, wo ich euch alle Sozialisieren-Animationen von diesen ganzen Kreaturen zeigen werde. Das verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung, dann schaut euch das am besten an. Aber das ist wie gesagt auch Teil des kostenlosen Updates. Und außerdem kann man jetzt, wenn man das Spiel zum Beispiel neu hat, diese Sandkastenkarten alle direkt spielen, ohne irgendwelche Freischaltbedingungen zu haben. Vorher musste man, glaube ich, für bestimmte Karten bestimmte Sachen erfüllen, damit man die freischaltet. Jetzt kann man direkt loslegen und alle Karten spielen. Und zu guter Letzt bekommen wir auch noch neue Herausforderungen. Und zwar benutzerdefinierte, das heißt, wir können die komplett selber erstellen. Das sind super viele Sachen, die man hier einstellen kann. Also die werde ich jetzt auch nicht alle einzeln durchgehen, ich gehe mal die interessantesten durch. Da haben wir erstmal die Standardeinstellung, da könnt ihr eine Karte auswählen. Da sind auch alle Karten verfügbar, die man so kennt. Und dann kann man hier einen Schwierigkeitsgrad voreinstellen. Die kennt ihr auch, die Schwierigkeitsgrade. Aber den kann man auch noch selber anpassen. Also ihr seht ja immer diesen Balken hier, der mal hochgeht oder runter, je nachdem wie schwer es ist. Und gleich, wenn ich noch Einstellung vornehme, steigt und sinkt der auch noch. Aber wir gehen jetzt erstmal zu einem sehr interessanten Punkt, nämlich sind das die Ziele. Die sind nämlich jetzt etwas anders. Vorher war standardmäßig auch mal dieses Ziel, 5 Sterne erreichen, das kennt ihr ja schon. Aber jetzt kann man sogar bis zu 3 Ziele auswählen, also das heißt, ich könnte hier auch noch 2 weitere auswählen. Aber ich kann zum Beispiel auch das hier wegmachen und dann nur noch ein anderes oder sowas haben. Aber eins muss halt immer Minimum ausgewählt sein, logischerweise. Und das sind teilweise auch sehr interessante Ziele, denn zum Beispiel ist hier das Ziel, alle Spezies freischalten. Da ist immer noch wichtig, dass ihr dann rechts hier lest, welche Optionen davon abhängig sind oder welche das beeinflussen. Hier ist es zum Beispiel die Option verfügbare Spezies. Also alle Spezies freischalten heißt erstmal für euch, ihr müsst das Genom freischalten. Also ihr müsst auf Expedition gehen, die Fossilien sammeln und dann die Spezies halt erforschen oder extrahieren die Fossilien und dann freischalten das Ganze. Und das könnt ihr halt beeinflussen mit der Option verfügbare Spezies. Diese müsstet ihr bei Saurier finden und dann ganz unten verfügbare Spezies. Da könnt ihr dann zum Beispiel nämlich auch nur Pflanzenfresser einstellen, nur Landtiere, nur Fleischfresser oder nur Meeres- und Flugreptilien. Dann lassen wir das einfach mal eingestellt und dann seht ihr auch, das ändert sich dann hier auch. Und ihr würdet dann zum Beispiel auch nur bei den Fossilienstellen diese Fossilien finden. Und dann haben wir hier als nächstes die Zielanzahl an Spezies erreichen. Da müsst ihr halt logischerweise eine bestimmte Anzahl an Spezies im Park haben, wenn ihr das anklickt.
Und diese ist auch wieder abhängig von der Spezies Vielfaltzahl. Die findet ihr bei Park. Und dann hier, Spezies Vielfaltzahl. Kann man auch hoch oder runter regeln. Und dann seht ihr auch ganz gut hier, wenn ihr auf den Balken achtet, der verändert sich dann halt auch. Machen wir mal das Ganze auf Jurassic und dann seht ihr auch bei den Zielen, hier ist jetzt Jurassic ausgewählt. Das Ganze haben wir auch bei Gästen. Ist eigentlich das gleiche wie bei Dinos, nur dass halt mehr Gäste im Park sein müssen. Das findet man auch hier. Kann man auch verändern, dann wird es auch schwieriger. Und das Ziel ändert sich dann auch auf Jurassic. Und zu guter Letzt haben wir dann auch noch die Anziehungskraft. Die muss erreicht werden. Die findet ihr auch wieder hier, Schwierigkeitsgrad Anziehungskraft. Können wir auch mal auf Jurassic stellen, dann ist das Ganze jetzt auch schon golden geworden und ein bisschen schwieriger, nämlich Schwierigkeitsgrad hoch. Und das Ziel auch hier wurde auf Jurassic angepasst. Also das sind die 5 Ziele, zwischen denen ihr auswählen könnt. Da könnt ihr dann auch variieren, wie ihr wollt. Wie gesagt, bis zu 3 Ziele könnt ihr nehmen. Ein Ziel muss immer mindestens ausgewählt sein. Aber das finde ich schon mal sehr, sehr cool, dass man hier halt dann mal ein bisschen variieren kann und nicht nur immer auf 5 Sterne spielt. Ansonsten gibt es hier auch noch richtig viele weitere Optionen. Da könnt ihr gerne mal pausieren oder euch das selber angucken. Das sind halt viele Optionen, die man auch aus dem Sandkastenmodus kennt. Da kann man halt sein Spiel variieren und je nachdem steigt und sinkt halt der Schwierigkeitsgrad. Gameplay gibt es auch noch einiges. Beim Park gibt es auch noch einiges. Und auch die Umgebung. Ja gut, hier ist nur der Tag-Nacht-Zyklus und sowas. Also das ändert hier nichts am Schwierigkeitsgrad. Aber wenn ihr dann fertig seid mit dieser Challenge, also dass ihr die erstellt habt, dann könnt ihr das Ganze auch teilen mit euren Freunden, nämlich mit diesem Code. Das heißt, wenn ich meinen Freunden dann diesen Code schicke, können die einfach hier auf R drücken, den Code dann auch eingeben. Hier könnt ihr den sogar kopieren. Aber hier könnte man dann auch den Code von einem Freund eingeben, bestätigen und dann kann man direkt deren Herausforderung spielen, die sie halt erstellt haben. Jetzt müsst ihr eigentlich nur noch auf Spiel starten klicken und dann beginnt der ganze Spaß. Ansonsten kann es auch noch gut sein, dass noch ein paar andere Kleinigkeiten geändert wurden. Die Patchnotes kommen halt erst morgen raus, deswegen weiß ich nicht ganz genau, was alles geändert wurde. Aber falls da nochmal was Interessantes dabei sein sollte, dann mache ich euch auf jeden Fall nochmal ein Video oder informiere euch irgendwie anders darüber. Aber ich denke, die wichtigsten Sachen habe ich euch jetzt gezeigt. Und ich würde mich jetzt auch noch sehr freuen, wenn ihr mal in die Kommentare schreibt, welche dieser neuen Funktionen ihr am besten findet. Ein Like würde mich auch sehr unterstützen und ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.